Du suchst nach einem richtig coolen Erklärvideo für das Fach Deutsch? Dann bist du bei uns genau richtig, denn wir von Silicon Valley Kids machen dich zum Deutschass. Alle Videos findest du auf unserem Kanal. Wir freuen uns über deine Unterstützung. Abonniere uns und schenk uns dein Like. Und jetzt geht's los. Hi und herzlich willkommen bei unserem Video zu Was ist der Genitiv? Hier klären wir, wann der Genitiv verwendet wird, welches Fragewort beim Genitiv das richtige ist und wie man den Genitiv bildet. Für den Fall, dass du auf der Suche nach verwandten Themen bist, haben wir dir unten die passenden Videos verlinkt. Zugehörige Übungsaufgaben zum Ausdrucken und Mitknobeln findest du übrigens in unserem Blogartikel zum Genitiv. Den passenden Link findest du ebenfalls unten in der Beschreibung. Außerdem haben wir zum Schluss eine Rätselaufgabe für dich vorbereitet. Wenn du dir das ganze Video anschaust, solltest du sie aber ganz leicht lösen können. Und mit etwas Glück erhältst du dabei sogar eine Belohnung. Okay, dann lass uns mal mit der Definition des Genitivs starten. Was ist der Genitiv? Der Genitiv ist einer der vier Fälle in der deutschen Sprache. Um genau zu sein, der zweite Fall. Man nennt ihn auch wessen Fall. Er gibt immer die Beziehung zwischen zwei Nomen an, also zum Beispiel des Vaters, der Frau oder des Mädchens. Okay, jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher. Wann verwendet man den Genitiv? Vielleicht erkennst du es schon an unseren Beispielen. Man verwendet den Genitiv immer dann, wenn das Verhältnis zwischen zwei Nomen beschrieben werden soll. Wie hier. Der Hund des Vaters bellt laut. Hier wird der Genitiv genutzt, um zu sagen, dass der Hund dem Vater gehört. Des Vaters steht hier im Genitiv. Die Katze der Frau schnurrt zufrieden. Hier zeigt der Genitiv, dass die Katze der Frau gehört. Der Frau steht ebenfalls im Genitiv. Oder das Pferd des Mädchens ist eine Karotte. Vielleicht hast du es schon erkannt. Hier zeigt der Genitiv, dass das Pferd dem Mädchen gehört. Des Mädchens steht im Genitiv. Wie fragt man nach dem Genitiv? Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, den Genitiv im Satz zu erkennen. Und zwar mit der Frage, wessen. Wenn also ein Nomen und seine Begleiter im Genitiv stehen, dann sind sie Antwort auf die Frage, wessen. Lass uns das mal ausprobieren. Die Ohren der Maus sind klein. Jetzt müssen wir uns zu diesem Satz eine Frage mit wessen überlegen. Hast du eine Idee? Genau, wessen Ohren sind klein? Und die Antwort ist die Ohren der Maus. Der Maus steht also im Genitiv. Die Nase des Schweinchens ist rosa. Wie heißt hier die Frage mit wessen? Wessen Nase ist rosa? Die Nase des Schweinchens. Des Schweinchens steht hier im Genitiv. Das Lied des Vogels ist schön. Na, weißt du schon, wie hier die Frage heißt, um herauszufinden, welches Satzglied im Genitiv steht? Ja. Wessen Lied ist schön? Das Lied des Vogels. Hier steht des Vogels im Genitiv. Super. Jetzt mal andersherum. Wie wird der Genitiv gebildet? Wie du vielleicht schon weißt, müssen Begleiter, also zum Beispiel Artikel und Adjektive und Nomen immer zusammenpassen, also gemeinsam dekliniert werden. Sie stehen dann also im selben Fall, hier im Genitiv. Kannst du diese Wortgruppe so anpassen, dass Nomen und seine Begleiter im Genitiv stehen? Das Quaken, der kleine Frosch, ist laut. Na, siehst du schon, was wir hier ändern müssen, damit diese Wortgruppe um den Frosch im Genitiv steht? Genau. Es muss das Quaken des kleinen Frosches ist laut heißen. Nochmal mit unserer Frage überprüfen. Wessen Quaken ist laut? Das Quaken des kleinen Frosches. Perfekt. Schau, das Nomen Frosch und seine Begleiter, also der Artikel und das Adjektiv werden hier so dekliniert, also verändert, dass klar wird, dass das Quaken zum Frosch gehört. Des kleinen Frosches. Nächstes Beispiel. Die Augen, die gescheckte Kuh, sehen lieb aus. Weißt du schon, wie es richtig heißt? Ja, natürlich. Die Augen der gescheckten Kuh sehen lieb aus. Probe.
Wessen Augen sehen lieb aus? Die Augen der gescheckten Kuh. Perfekt. Die Kuh und ihre Begleiter werden wieder so gebeugt, dass klar wird, dass die Augen, von denen hier die Rede ist, der Kuh gehören. Der gescheckten Kuh. Ein Beispiel noch. Die Ohren, das graue Kaninchen, sind groß. Hast du schon eine Idee? Ja, korrekt muss es heißen, die Ohren des grauen Kaninchens sind groß. Probe für den Genitiv. Wessen Ohren sind groß? Die Ohren des grauen Kaninchens. Das ist also unser Genitiv. Nomen und Begleiter werden wieder so angepasst, dass klar wird, dass die Ohren dem Kaninchen gehören. Des grauen Kaninchens. Der Genitiv wird aber nicht nur verwendet, um zu beschreiben, was wem gehört. Es gibt nämlich auch Präpositionen, die in Verbindung mit dem Genitiv benutzt werden müssen. Das sind zum Beispiel angesichts, anhand, anlässlich, anstatt oder statt, aufgrund, außerhalb, infolge, innerhalb, inmitten, jenseits, mithilfe, trotz, während, wegen und zugunsten. Schauen wir uns dazu nochmal ein paar Beispielsätze an. Trotz des Regens spielt der Hund im Garten. Wir können fragen, trotz wessen spielt der Hund im Garten? Trotz des Regens. Des Regens steht also im Genitiv. Wegen der Katze muss sie niesen. Hier lautet die Frage, weswegen muss sie niesen? In weswegen steckt nämlich auch unser Fragewort zum Genitiv. Wegen der Katze. Hier haben wir also auch eindeutig den Genitiv. Super gemacht! Jetzt bist du auf jeden Fall bereit für unsere Rätselaufgabe. Wenn du es schaffst, sie zu lösen, erhältst du mit etwas Glück für deinen Lernerfolg sogar eine Belohnung. Alle Infos dazu findest du unten in der Infobox. Startklar? Hier ist die Rätselaufgabe zum Genitiv. Welche Frage musst du stellen, um bei den folgenden Sätzen herauszubekommen, welche Wortgruppen im Genitiv stehen und welche Wortgruppen stehen im Genitiv? Das Krähen des Hahns ist im ganzen Ort zu hören. Der Schnabel des Kükens ist noch ganz klein. Innerhalb des Hühnerstalls kann man viele Eier finden. Viel Spaß beim Knobeln, wir sind schon ganz gespannt auf deine Lösung. Cool, dass du dabei warst. Jetzt bist du ein richtiger Deutschprofi. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib es uns gerne in die Kommentare. Und wenn du schon dabei bist, werde Teil der Siva Kids Community. Klicke jetzt auf Abonnieren, damit du keine Videos mehr verpasst. Außerdem freuen wir uns über ein Like von dir. Und vergiss bitte nicht, die Glocke zu aktivieren. Und wenn du dich für weitere Deutschthemen interessierst, dann schau doch mal hier. Bis bald!